Moinsen. Wir sind wieder am Start. Hat zwar ein bisschen gedauert zu den letzten Videos, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Lag einfach mal daran, dass echt viel Stress jetzt in den letzten Tagen war. Die nächsten Videos werden jetzt die Tage kommen, 2-3 Stück werden auch machen vor den Weihnachtsfeiertagen. Und dann werden die nächsten Videos alle im neuen Jahr folgen. Alles klar, so viel dazu. Wir spielen heute mal ein neues Spielchen, das nennt sich Hawken. Das wurde mir von einem Community-Mitglied, dem Mechanic, der auch hier anwesend ist, mal gezeigt. Und ja, Mechanic, dann leg einfach mal los, erklär mir mal das Spiel. Ja, also, das Ganze ist im Endeffekt ein Standard-Shooter, wo der Spieler halt in die Rolle eines Piloten tritt. Dieser muss halt dann auch Gegner beseitigen oder Assist-Skills kriegen, wodurch er dann Levels aufsteigt, und er bekommt dann mit jedem aufgestiegenen Level Skill-Points, die er dann in verschiedene Perks stecken kann. Wie zum Beispiel mehr Schaden oder weniger Schaden, oder er bewegt sich schneller. Und ja, wir wollen einfach mal das Ganze ausprobieren. Ja. Wie das zusammen funktioniert oder gegeneinander oder keine Ahnung. Generell einfach mal das miteinander probieren. Mhm. Muss ich jetzt irgendwie noch irgendwas beachten, also irgendwelche Sachen jetzt noch upgraden oder so? Weil ich habe hier irgendwie noch einen Punkt zum Vergeben. Was habe ich hier irgendwie? Offensive Fähigkeiten, defensive Fähigkeiten und Bewegungsfähigkeiten irgendwie? Genau, da kannst du jetzt in einen Punkt reinstecken. Wie gesagt, das sind die 3 Perks. Ja. Und kannst dir eben aussuchen, was du willst. Es ist halt, am Anfang macht es noch nicht so viel aus. Allerdings ist es dann auch so, wenn du jetzt zum Beispiel auf Bewegung gehst, dass dein Mech sich schneller bewegen kann. Ja. Er kann sich schneller drehen und den ganzen Spaß halt, während er beim Schaden halt mit seinem Waffensystem weitaus mehr Schaden verursacht, oder eben du gehst halt auf Überlebenschance mit den Defensiven. Wenn ich jetzt irgendwie einen Baum auswähle, wähle ich den für immer aus, oder? Nein, du kannst jederzeit den Punkt reverten. Mhm. Unten rechts siehst du das, neben dem Clear. Ah ja, alles klar. Mhm. Gut, dann setze ich ihn jetzt einfach mal auf, bin natürlich hier Englisch und natürlich total nieder, deswegen, gut, dass es Symbole gibt. Ich mache jetzt einfach mal auf weniger Schaden von anderen Waffen, wenn ich es richtig verstehe. So, hier raufklicken, zack, drin ist es. Gut, ach nee, dann würde ich ja, nee, so. Ja, nee, so, okay. So, wenn du das gemacht hast, ja, musst du oben auf Deploy klicken. Ja, ja. Dann kommt ein neues Fenster, ja, mit 2 Reiter, einmal Training und einmal Matchmaking. Ja. Auf Matchmaking musst du klicken. Mhm. Dann können wir uns die Region auswählen. Die ist standardmäßig auf US West eingestellt. Ich würde sagen, wir gehen United Kingdom zwar. Genau. Und den Modus. Deathmatch und Team Deathmatch ist, glaube ich, selbsterklärend. Missile Assault ist King of the Hill. Ah ja. Und Siege ist halt eine Belagerung. Du musst halt verschiedene Punkte halten, wodurch du Energie kriegst. Und mit der Energie tust du dann im Endeffekt dein Raumschiff steuern. Und das musst du nachher auch verteidigen. Also, was ganz Tolles im Endeffekt. Wollen wir erstmal Team Deathmatch gehen, weil ich habe das Spiel wirklich noch gar nicht gespielt. Okay. So. Jetzt schmeißt du mich in irgendeinem Server rein, seht ihr richtig? Genau. Ah ja, jetzt irgendwie Eugen -77 Prosk. So. Ich bin leider auf einem anderen. Okay. Und kann man dich jetzt irgendwie hier noch mit einladen ins Spiel oder so? Oder? Genau. Ach, hier, ich kann Join Server machen. Warte. Ich kann den Server joinen. Ja, okay, dann komm mir bei oder ich komme zu dir, eins von beiden. Ich komme jetzt zu dir rüber. Wunderbar. Okay, wenn du fertig bist, auf Ready klicken. Ja, ready. So, dann hast du deinen Mecha. Ja. Du hast nur den. Okay. Also auf Launch oben wieder. Ja. Dann bist du schon im Spiel. Oh. Na, BASD ist laufen. Ja. Linke Maustaste ist linkes Waffensystem, rechte Maustaste rechtes Waffensystem. So. Shift ist boosten. Und zugleich auch noch ausweichen. Also sprich, einmal Shift links, Shift rechts, da machst du so einen schönen Ausweichboost. Ah ja. Und Leertaste gedrückt halten, da kannst du auch fliegen. Okay. Ah, alles klar. Aber ganz kurz für die Zuschauer, was ihr hier seht, warum das so vergrieselt ist, das ist, glaube ich, vom Spiel schon so her. Ich glaube, da kann ich nichts dran ändern, oder? Dass das so komisch vergrieselt ist? Das ist leider momentan noch die Absicht dabei. Ah, also ja, okay. Sie wollen das Ganze so nach dem Motto Endzeit, altbacken, wa? Wirken lassen. Es ist halt ein einzigartiger Flair von dem Spiel. Ja.
Und ja. So, für alle anderen ganz kurz, das ist die Unreal Engine, das merkt ihr auch gerade, wie sich hier alles aufbaut. Irgendwie werde ich gerade beschossen von links. Das ist die Unreal Engine, deswegen baut sich die Grafik so ein bisschen hässlich auf. Ah ja, man hat hier zwei Waffensysteme. Mit links und rechts schießen, sieht ihr richtig, ja. Aha. So, ich bin jetzt gerade hier irgendwo. Da bist du. Komm mal rüber zu dir. Sehr schön. Achtung, hinter dir. Ich drücke jetzt mal R. R ist das spezielle Item. Standardmäßig eine Schutzkuppel. Ah ja. Das solltest du nicht gegenschießen. Aber also mit weder noch. Reparieren kannst du dich mit C. Okay. Dann gibt es so eine schöne Animation, wie du jetzt hier siehst. Und C musst du gedrückt halten. Ah ja. Das ist ja eine coole Sache. Und das ist bis jetzt das Einzige, was ich auch freigeschalten habe. Also ich bin auch im Endeffekt noch relativ neu dabei. Aber man muss natürlich erstmal hier drauf ein bisschen klarkommen, wie das hier halt aussieht und wie man sich hier bewegt. Weil es ist halt, eigentlich sind wie ein Shooter, ne? Also wenn man sich das mal so wirklich vor Augen hält. Genau. Das Ganze ist nach wie vor ein Shooter und du musst halt auch dein Radar im Auge behalten, zum Sehen, wo Feinde kommen, wie zum Beispiel jetzt hinter uns. Weil die Maus bewegt sich ein bisschen träge, ist das, kann ich noch separat einstellen, oder? Das kannst du noch separat in den Optionen einstellen. Ich werd von hinten... Oh, sorry, habe ich die gerade erwischt? Ja, aber es macht nichts. Ist noch ein minimalen Schaden. Da oben ist er. So, gucken wir mal hier. Wo ist er hin? Und eben, wir haben auch einen Standard-Mech, also einen Allrounder. Der kann alles, aber nichts richtig. Dann gibt es auch noch so Klassen wie den Heavy Bruiser, den Sharpshooter, Grenadier, Rocketeer. Bin ich tot. Bin gerade drauf gegangen. Genau, wenn du tot bist, dann kommst du wieder in die Garage zurück. Ja. Da kannst du deine Mechas auswählen, also in dem Fall wieder den einen. Und musst du wieder auf Launch klicken. Alles klar. Ja, okay. Aber man muss erstmal wirklich hier klarkommen, weil man halt so eine eingeschränkte Sicht hat, muss ich mal so sagen. Aber ist eine coole Idee. Also für alle, die, glaube ich, hier diese ganzen, da gibt es ja noch andere Mech-Teile davor, ne? Die, glaube ich, die übelst gerne gespielt haben. Die machen. Na, geh drauf, du Sack. Also hier sind drei Leute, die auf mich schießen, finde ich gerade nicht so lustig. Ja, versuche zu dir zu kommen. Ich spring jetzt einfach mal hier runter. Ich glaube, ich bin gleich tot. Wir haben die Krise schon alle, die Glasscheibe ist gerissen. Ah, jetzt bin ich tot. Aber ich habe ihn glaube ich noch erwischt. Ich habe XP irgendwie bekommen. Ja, gleich nochmal rennen. So, unten links sehe ich das richtig, ist die Rundenzeit, ja? Genau. Okay. Mit Tab kannst du die Statistik aufrufen. Na ja, gut. Dann siehst du halt, bin wie viel so Abschluss du hast, wie oft du assisted wurdest, beziehungsweise assisted hast. Jawohl, haben wir den Typen erwischt. Oh, ach du Sack. Hammann, krieg noch mehr. Muss ich nachladen? So. Reparieren wir uns mal. Okay, bei der Reparatur. Oh. Die Reparatur kannst du abbrechen, indem du einfach C auslässt. Ansonsten wirst du, wenn du Pech hast, angegriffen. Naja, ich bin jetzt gerade gestorben. Ich glaube, ich habe mich gerade selber getötet. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Das ist auch möglich. Es gibt nach wie vor Fallschaden und durch eigene Explosionen kriegst du auch Schaden. Wenn man sich jetzt ein paar andere Mechs holt, wird dann jeder Mech einzeln trainiert? Also, oder wie läuft das ab? Oh, ich vermute mal nein. Also ich denke mal, das Level ist pilotengebunden. Okay. Ich vermute, ich weiß es nicht. Und das sollten wir einfach mal ausprobieren. Oh, was ist denn hier? Eine Plattform? Okay. War jetzt nicht so geplant. Aber ich muss erstmal, also ich muss ehrlich zugeben, ich muss erstmal ein bisschen erstmal drauf klarkommen auf das Spiel. Weil es ist auf jeden Fall eine Umgewöhnung. Man sieht irgendwie wenig und das geht so alle fix und ist auch ein bisschen träge. Ich spiele mit 30, also 26 Frames.
Kommt natürlich jetzt durch die Aufnahme, aber. Das war schon. Gut. Voll aufgeladen. So, zeig mal her. Oh! 5 Kills habe ich schon gemacht. Sehr schön. 3 Deaths und 2 Assists. Bin richtig gut. Aber das ist natürlich nur Deathmatch hier, ne? Das ist natürlich dann. Wir können nachher mal uns das andere, dieses Siege, angucken. Momentan gibt es auch 2 Mechs zum Anspielen, also sprich wie bei League of Legends, dass du einfach sagen kannst, du möchtest jetzt mal den Sharpshooter probieren oder den, ich glaube es war Grenadier momentan. Mhm. Irgendwie ist hier gerade jetzt. Da ist er. Alter, warum ist er so groß, Alter? Der muss ja schon richtig krass Mech haben, der Typ. Nee, Moment, jetzt habe ich glaube ich auf den falschen geschossen. Huch! Nee, weil ich nämlich gerade gesehen habe, dass der Mech Level 1 ist und ich glaube, wenn du den anderen Mech holst, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Das Level ist, denke ich mal, nach wie vor Piloten gebunden. Echt, ja? Na gut. Weil ich habe auch schon vor 30er gesehen. Ja, wenn du immer. Wenn ich schon von Anfang an wieder ein bisschen Geld in. Übrigens, für alle anderen, das ist jetzt eine. Noch eine Close Beta, beziehungsweise Open Beta. Ach, ist auch Beta. Naja, gut, dann hätte ich mich noch nicht anmelden können. Ganz einfach runterzuladen, ging jetzt relativ fix mit dem Updaten. Und hat, keine Ahnung, nicht halbe Stunde oder so gedauert. Auch. Das läuft ziemlich gut hier, Alter. Ja, man sollte mal auf ihn schießen, nicht auf sie gleichzeitig. Oh Gott. Wie das aussieht, wie der runterfällt. Der Typ meint, sie sollen zusammenbleiben. Ja, mal gucken. Kommst du um die Ecke und kriegst direkt in der Rinne gebraten. Wo sind? Ach, die sind tot. Nee. So. Unter deinem Hut hast du so einen kleinen, ja, orangenen Balken, also Kreisbalken. Und das ist dein Booster-Anzeige, also sprich, wenn der leer ist, kannst du nicht mehr sprinten, ausweichen. Ah ja. Solltest du also immer im Auge behalten. Boah, hallo. Oh, ja. Bin schon fast durch hier. Also man kriegt wirklich. Man muss die Leute nicht immer töten, man kriegt doch so richtig gute XP. So, fertig. Springt er hier hoch, Alter. Jetzt geht um die Fresse. Komm her. Zott. Ja, sieht gut aus, Alter. Rock mal die Hütte hier, wa? Bis jetzt sind wir am Gewinnen. Na, noch 3 Minuten. Ja, also nur mal ganz kurz. Ich werde jetzt auch fürs neue Jahr. Wir werden jetzt natürlich wieder neue Videos bringen, neue Spiele zeigen. Das wird aber jetzt so ausfallen, dass wir, oder dass das Community jetzt nicht mehr allzu viele Videos macht von einem Spiel, sondern wirklich nur auf Bedarf. Also das heißt, ich werde 3, 4 Videos zu einem Spiel machen. Und wenn das Video nicht so ankommt, wie ich es erhofft habe, dann gibt es halt keine mehr dazu. Wie bei Hitman jetzt oder halt auch, ja. Andere Spiele. Wenn ihr aber mehr sehen wollt, dann müsst ihr mir Bescheid sagen. Also dann müsst ihr es posten und dann kann man mal gucken,
dass ich wieder zu bestimmten Spielen wieder ein paar Videos mache. Wenn da kein Feedback kommt, dann kommen da auch keine neuen Videos. Weil ich muss nicht irgendwelche Videos sinnlos hochladen, die dann bloß von 5 Leuten angeguckt werden. Ich sag nur Rainbow Six Vegas 2, da ist, das wurde nicht so abgenommen, wie ich es gehofft habe, wie alle das wollten. Heißt, da wurde mir gesagt, ja, hier, mach mal Story. Und haben es irgendwie im Endeffekt nur 5 oder 6 Leute angeguckt. Fand ich ein bisschen, lahm. Deswegen, wenn ihr bestimmte Spiele sehen wollt, einfach mal posten, einfach mal eine Private Message schreiben. Und dann können wir mal gucken. Wo sind die? Wo seid ihr? Also irgendwie verstecken die sich hier. Auf dieser komischen Brücke sind sie momentan. Ah ja. Kommen wir zu euch hier. Ah ja. Alles klar, also die spawnen immer auf der gegenüberliegenden Seite, wo wir jetzt alle sind, oder? Kills schon. Also für das erste Mal finde ich den gar nicht mal so verkehrt. Die Bewegungsanimationen sind noch ein bisschen, finde ich persönlich ein bisschen komisch. Aber es spielt sich sehr arkadisch, bin ich ehrlich. Also ich bin jetzt echt davon ausgegangen, dass es ein bisschen, es war jetzt simulationsmäßiger, aber ein bisschen träger sich spielt. Ist jetzt nicht verkehrt, wenn man halt so eine Arcade-Shooter so halt bevorzugt. Aber ich denke mal, für die ganzen Mech-Freunde aus diesen, da gibt's ja, kann mich noch daran erinnern, mein Bruder hat es halt immer gespielt, gab's da so eine ganzen Mech-Spiele. Und die waren ja doch sehr, ich sag mal, ja, weniger arkadig. Ah, gewonnen. Okay. Die Runde ging an uns. So, gibt's jetzt nochmal extra XP, oder? Jetzt gibt's extra XP. Okay. Das sieht man unter Earnings. Wo? Ach da, Earnings, da. Mhm. Ah ja. So, okay. Okay. Also diese Punkte sind relativ mager, EXP geht relativ gut hoch. Mhm. Und ja. Ich bin jetzt Level 2, bin ich jetzt 2,5. 2,3 Viertel. Ja, so. Jetzt hast du die Möglichkeit, das Spiel zu verlassen. Ja. Oben rechts, Leave Match, damit du den Skillpunkt verteilen könntest. Oder wir bleiben noch eine Runde hier drin. Oh, ich bin 2. Platz, sehe ich gerade. Ha, geil. Ich würde gerne mal dieses Siege spielen wollen. Okay. Ja, okay. So. So, wo komme ich jetzt raus? Oben rechts, diese 3 Balken. Ja. Leave Match. Oh, was ist denn jetzt? Ich glaube, jetzt hat der Server... Okay, ich sehe hier keine 3 Balken, bin ich ehrlich. Also hier, doch da, Leave Match, da, ja, raus. Gut, ich würde auch erstmal sagen, mit der ersten Aufnahme machen wir hier erstmal Pause. Die zweite Aufnahme kommt jetzt gleich sofort im Anschluss. Wir werden jetzt gleich den anderen Spielmodus mal ausprobieren. Gut, na dann bis gleich.